Und ich begrüße jetzt die Bundestagsvizepräsidentin und linke Politikerin Petra Pau in Berlin. Frau Pau, Sie haben sich in den vergangenen Jahren immer wieder mit Angehörigen und Überlebenden der NSU-Anschläge getroffen. Was beschäftigt diese denn heute am meisten? Welche Fragen sind für Sie noch nicht beantwortet? Es sind so gut wie alle Fragen offen. Warum mein Vater, mein Bruder oder mein Mann? Warum wurden gerade Sie Opfer? Aber auch die Frage, warum wurden die Angehörigen, die Überlebenden über 10 Jahre lang selbst kriminalisiert? Warum war es nicht möglich, sowohl in den Sicherheitsbehörden, in der demokratischen Öffentlichkeit, auch im Parlament zu erkennen, dass wir es hier mit einer rassistisch und neonazistisch motivierten Mord- und Überfallserie zu tun haben? Dazu kommt, das klang eben schon an, ich bin der festen Überzeugung, das NSU-Kerntrio wurde durch Netzwerke vor Ort getragen und diese existieren noch heute, wie wir beispielsweise im Mordfall Walter Lübcke gesehen haben. Also denken Sie, diese alten Netzwerke könnten sich dann auch neu formieren und agieren? Ich gehe fest davon aus. Ich nehme mal ein Beispiel. Vor wenigen Wochen starb ein inzwischen in die Jahre gekommener Protagonist der Neonazi-Szene, der unter dem Kennwort SS-Sigi bundesweit und europaweit bekannt war. Er spielte in den Untersuchungen in 2 NSU-Untersuchungsausschüssen im Bundestag immer wieder eine Rolle als möglicher Unterstützer des NSU-Kerntrios. Rund um ihn herum gibt es aber auch nachgewachsene neonazistische Strukturen, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen. Frau Pau, weitere Untersuchungsausschüsse, Akteneinsichten, welche Schritte müssten denn jetzt gegangen werden, um die offenen Fragen zu beantworten und auch mögliche Helfer, die man bis jetzt noch nicht entdeckt hat, dann zu finden? Zum einen erwarte ich, dass der Generalbundesanwalt die Strukturermittlungsverfahren zum Teil gegen bekannte Personen, zum Teil gegen unbekannt, mit Hochdruck zu einem Ende führt und gegebenenfalls zu einer Anklage. Und viele der gemeinsamen Schlussfolgerungen der demokratischen Fraktionen des Deutschen Bundestages in 2 NSU-Ausschussabschlussberichten sind bis heute nicht umgesetzt. Dazu muss man übrigens nicht mal Gesetze ändern, sondern in der Polizeiausbildung, in der Juristenausbildung, in der Weiterbildung, aber auch im Controlling einfach mal Standards durchsetzen. Darüber könnte ich sehr, sehr viel reden. Ich habe aber noch etwas auf dem Herzen. Diejenigen, die im Zentrum des zentralen Staatsversagens im NSU-Komplex standen, nämlich die Ämter für Verfassungsschutz und ihre V-Leute, sind nicht etwa in ihren Rechten beschnitten worden, nicht etwa gezwungen worden, ihr Wissen auf den Tisch zu legen, aber sie sind mit mehr Personal, mit mehr Befugnissen und Mitteln ausgestattet worden. Das halte ich für absurd. Das muss dringend geändert werden. Also das muss geändert werden. Aber sehen Sie denn gar keine Verbesserungen im Vergleich zu vor 10 Jahren? Also mehr Personal, engere Zusammenarbeit. Und ja, man spricht auch immer wieder vom härteren Vorgehen jetzt gegen rechtsextreme Gruppen, zum Beispiel das Verbot von Combat 18 oder Nordadler. Muss durchgesetzt werden und auch Nachfolgestrukturen müssen in ihrem Entstehen schon unterbunden werden. Richtig ist, in der Polizeiausbildung hat sich etwas getan, was die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch zwischen den Ämtern für Verfassungsschutz, den Polizeien und anderen Behörden betrifft, habe ich große Zweifel, dass hier tatsächlich strukturell etwas geändert wurde. Aber richtig ist und Ihre Sendung ist dafür genauso ein Beispiel wie viele Veröffentlichungen und Veranstaltungen der letzten Tage und der kommenden Woche. Endlich rücken die Überlebenden und die Angehörigen in die Öffentlichkeit und nicht die Sicht der Täter. Insofern, wir sollten alle viel mehr Opfern von rassistischer und rechtsextrem motivierter Gewalt erstens zuhören, sie zweitens ernst nehmen und drittens unterstützen. Frau Pau, noch eine Frage, eine wichtige Frage zum Schluss. Die Pandemie hat die Sicherheitslage verschärft. Mehr Rechtsextremisten, die vor allem ja auch bei den Corona-Demos versuchen, auf ganz normale Bürger einzuwirken. Wie müssen wir uns als Gesellschaft dagegen stemmen?
Das ist richtig. Wir haben das klassische rechtsextreme Spektrum. Wir haben rund um die Corona-Pandemie das Zunehmen von Verschwörungsmythen oder das Hereinfallen auf dieselben und eine Durchmischung sehr unterschiedlicher Szenen. Ich glaube, es ist die Aufgabe, einerseits aufzuklären, wie man in die Fänge von solchen Verschwörungstheoretikern kommen kann, gleichzeitig Menschen auch zu helfen, ihren durchaus zum Teil berechtigten Protest und ihre Fragen in die Öffentlichkeit zu tragen, sich aber gleichzeitig abzugrenzen von Antisemiten, Verschwörungstheoretikern und Rechtsextremen, die beispielsweise, übrigens nicht nur in der Bundesrepublik, mit dem versuchten Sturm auf den Reichstag, sondern wir haben erlebt, was in Washington passiert ist, mit dem Sturm auf das Kapitol, ganz unverhohlen die Grundlagen unserer Demokratie, die Institutionen der Demokratie und die Vertreterinnen und Vertreter der Demokratie bekämpfen. Sagt Petra Pau. Vielen Dank.